Und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich stehe momentan noch in meinem Carport und will jetzt starten. Ein kleiner Wochenendtrip. Und zwar geht es diesmal Richtung Nordost. Ganz ungewöhnliche Richtung für mich. Ja, lasst euch überraschen, wo ich heute lande. Wir haben richtig schönes Wetter. Schaut mal, da ist mein Garten zu sehen. Die Sonne scheint. Es sind bestimmt 25 Grad. Also, los geht's. Vielleicht finden wir noch Wasser irgendwo. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte, grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Citroën Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. So, wir sind in einem fremden Land gelandet. Nach einer Stunde, nicht mal einer Stunde Fahrt. 45 Minuten Fahrt. Und ich fahre jetzt noch 14 Kilometer auf dieser A6 und dann geht's ans Stettiner Haff. Erstmal die Stadt Stettin erkunden und dann ans Stettiner Haff. Das ist der Plan. Also das, was ich hier vom Auto aus sehe, sieht schon mal richtig vielversprechend aus. Da, sowas müsste man in Deutschland auch einführen. So, ich bin angekommen. Ich stehe hier mitten in einem Park, auf einem Parkplatz. Ich glaube, 1 Euro die Stunde. Ich muss mal gucken, ob man da Kleingeld oder irgendwas reinmachen kann. Keine Ahnung. Aber nur bis 18 Uhr. Jetzt ist es 15 Uhr, also muss ich gucken, ob ich noch 3 Euro klein habe. Und dann geht's in den Stadtkern. 18 Minuten laut Google Maps. Ich schau mal. Das ist mein Standort hier. Schön mit einem Park. Theoretisch könnte ich hier auch schlafen. Schön grün alles. Oh, da steht Werner. Hier ist der Automat. Der geht sogar auf Deutsch zu stellen. Ich habe jetzt 6 Slotti bezahlt. Muss ich mal nachher umrechnen, wie viel das ist für 2 Stunden. Und für Trenntoiletteninhaber gibt es tatsächlich hier auch Mülleimer. So, und jetzt geht's los, auf ins Zentrum. Richtig schön grün hier im Park. Da ist das Parkhotel. Und ich habe gerade gesehen, es gibt sogar diese Stadtrundfahrten hier vielleicht. Klappt es ja heute Nachmittag noch, aber meistens fahren die nur bis 17 Uhr. Aber Verkehr ist hier genug. Hier bin ich schon mal ziemlich zentral. Da ist das Radisson Blu und hier ist ein großes Einkaufszentrum. Und ja, hier ist richtig, richtig viel los heute. Ich hoffe ja, dass ich irgendwo noch einen leckeren Kaffee kriege. Und ja, dann schauen wir einfach mal, was noch so geht. Hier gibt es natürlich alles, was es weltweit sonst noch so gibt, ne? Jetzt bin ich so ein bisschen hier am Ausgangspunkt vom Zentrum angekommen. Hier fährt auch die Straßenbahn in diversen Richtungen und ich muss jetzt geradeaus. So, laut Google Maps bin ich jetzt hier im Zentrum. Aber das für mich ist es irgendwie kein Zentrum. Zentrum ist für mich mit lauter Cafés und ja, schönen Restaurants und ist irgendwie nichts. Ich gehe einfach mal noch ein Stück weiter. Vielleicht sollte ich mich zur Kathedrale navigieren. Wohin navigiert ihr euch als erstes in einer fremden Stadt, um in den Stadtkern zu kommen? Ich glaube, ich komme dem Ganzen schon näher. Allerdings scheint hier eher abends etwas los zu sein. Hier sind so verschiedene Bars.
Aber ich google mich mal noch zu dieser Kathedrale da. So, da haben wir schon was. Das ist das Berliner Tor. Das hat oben ein geschnitztes preußisches Wappen. Und das war früher Bestandteil der Stadtmauer. Aber ich sag euch, ganz Stettin ist eine Baustelle. Wartet ab, bis die beendet ist, um hierher zu kommen. Auf der Suche nach einem Kaffee und... Aber ich finde, Starbucks kann ja jeder, oder? Das ist hier die Jakobskathedrale, eine barocke römisch-katholische Kirche. Und der Turm, der ist 110 Meter hoch. Sie wurde im 17. Jahrhundert neu aufgebaut. Ich komme dem Zentrum jetzt näher. Hier gibt es auch so ein paar kleine Imbissbuden. Ein Kaffee Americano kostet hier 7 Zloty. Das sind ungefähr 1,55 Euro umgerechnet. Ich bin jetzt hier an der Westoder angekommen. Die ist hier unten und geht nach links. Da soll tatsächlich das Zentrum sein. Die Westoder mit einem schönen Schlenderboulevard. Das ist hier ein richtig schöner Boulevard zum Bummeln und hier kann man auch in die Restaurants gehen. Und jetzt gehe ich nochmal stadteinwärts. Hier soll das tatsächlich das Zentrum, die Altstadt sein. Ich bin immer noch auf der Suche. Ich bin immer noch auf der Suche nach der Altstadt. Hier ist der Hafen, den habe ich jetzt hinter mir gelassen und hier hinter soll tatsächlich die Altstadt sein. Okay, könnte man tatsächlich fast annehmen. Ja, sowas in der Art habe ich gesucht. So, ich sitze jetzt hier in einem Restaurant am Heumarkt und ich zeige euch mal die richtig schönen Häuser, die ich hier sehe. Ob ich mir das so richtig überlegt habe. Und hier kam jetzt eine Reisegruppe, die mir auf den Teller gucken will. So, jetzt zeige ich euch mal das Restaurant von innen. Sieht auch richtig gut aus hier. Richtig gemütlich mit seinen Bögen. Und ich habe insgesamt 18 Euro bezahlt. Jetzt nochmal der Heumarkt aus dieser Perspektive. Da ist die Old Town Hall und das ist hier der Neumarkt. Leider ist hier ein Zaun drumherum. Ich sag ja, die bauen hier die ganze Zeit. Und jetzt schaue ich mal dahinter. So, jetzt bin ich hier am renovierten Schloss auf der Rückseite. Aber egal, also hier sind viele Ausstellungen und Konzerte und im Sommer auch außerhalb des Gebäudes. Und ihr seht auch hier Baustelle. Die ganze Stadt ist eine Baustelle. Und hier ist der Eingang. Jetzt sind wir im Innenhof. Ah, hier ist schon was aufgebaut fürs nächste Konzert. Ist es das Schloss der pommerschen Herzöge. Ich mache mich jetzt tatsächlich auf dem Weg zu Venna zurück und will noch ein bisschen direkt ans Oderhaf fahren. Das ist noch mal eine Stunde Fahrzeit von hier und ich hoffe, dass ich dort ein schönes Plätzchen für die Nacht finde. Das ist die St. Peter und Paul Kirche und die ist sogar offen. Ich traue mich jetzt mal rein. Meistens darf man ja nicht filmen. Schauen wir mal. Neben der St. Peter und Paul Kirche ist auch gleich das Denkmal für die gefallenen Werftarbeiter von 1970. Stehen hier auch gleich namentlich erwähnt.
Hier ist die Philharmonie Stettin. Hier, die ist auch abends richtig, richtig schön beleuchtet. Und ja, sie lädt zu Konzerten ein. Und direkt neben der Philharmonie das Museum für Kunstgeschichte. Nichts für mich, ich bin Kulturbanause, da müsst ihr selbst reingehen. Hier stehe ich vor der orthodoxen St. Nikolai-Kirche. Bin gerade auf dem Weg zu Venna. Hier ist schon der Park. Und ich wollte aber noch mal kurz an die Oder. Da soll auch noch was zum Sehen sein. Das in dem Park ist hier übrigens auch ein super Stellplatz für nachts, weil von 17 Uhr bis 8 oder 9 Uhr ist dort ticketfrei. Also man kann da bequem übernachten und wer sich für den Stellplatz interessiert, der kann mir gerne schreiben. Ich möchte es nicht öffentlich machen, weil ich einfach so viel Müll auf den Stellplätzen jedes Mal sehe. Und darum würde ich einfach euch eine persönliche Nachricht schicken. Ich vertraue dann einfach, dass hier meine Follower das nicht machen, nicht in die Büsche gehen und dort ihr Klopapier verteilen und so weiter und so fort. Ja, schreibt mir am besten über Insta, das finde ich am schnellsten. Facebook ist jetzt nicht so ganz mein Ding, da gucke ich nicht so oft rein. Insta ist die praktischste Sache für mich. Hier wird irgendwas aufgebaut. Überall sind so eine Pavillons, Aquapark, Museum. Ob es sich doch noch lohnt, hier eine Nacht zu bleiben. Hier wird gekocht. Ich bin jetzt hier auf der Hakenterrasse. Ein historisches Gebäude von 1902. Das ist sozusagen ein bisschen das Wahrzeichen, denn man hat hier den Blick auf die Oder, die Werften und ja, und hier sind noch einige historische Gebäude, da gehen wir gleich mal hin. Das Nationalmuseum, wie gesagt, ich Kulturbanause. Also zu diesem Gebäude, da kriege ich nicht so viel raus. Auf Polnisch heißt es Kuratorium, auf Englisch übersetzt Bildungsausschuss. Ich weiß nicht, was es ist. So, ich bin jetzt noch mal direkt hierher gegangen. Es steht alles leider nur auf Polnisch dran. Hier an dem Schild steht was von Migratia und da am Eingang stehen ganz viele Schilder mit verschiedenen, wie als wenn verschiedene Büros dort drin sind. Und ich versuche jetzt noch mal den Übersetzer. Da steht Kundenservice für Ausländerangelegenheiten. Also ich habe jetzt alles abfotografiert. Das scheint sowas wie eine Meldebehörde zu sein. Ja, eigentlich wollte ich ja jetzt losfahren, weil ich noch eine Stunde Fahrt vor mir habe ins Oderhaff. Aber hier wird jetzt gerade so richtig viel aufgebaut. Jetzt überlege ich tatsächlich, bleibe ich noch hier oder nicht? Die werden das ja nicht für morgen aufbauen hier. Also meine Entscheidung ist gefallen. Egal was hier heute aufgebaut wird, das hat wahrscheinlich nur mit Essen und Konsumieren zu tun. Und ich wollte ja unbedingt eigentlich ans Oderhaff. Und darum gehe ich jetzt zu Venna, steige ein und fahre noch die Stunde und hoffe, ein schönes Plätzchen in der Natur zu finden. Also der Hauptgrund ist eigentlich, dass ich morgen früh richtig gemütlich frühstücken will, ohne hier in irgendeiner Stadt zu stehen, wo mir alle auf mein Brötchen schauen. Darum will ich in die Natur. Tschüss, Schätzchen! Hier ist es übrigens richtig schön. Viele kleine Ortschaften, ländliche Gegend, etwas ruhiger als in Tschetschen. Und auch wirklich hübsch. Man kann hier viel Fahrrad fahren, es ist viel Wald, es sind Seen hier. Und rechts ist tatsächlich die Oder und das Oderhaff. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie fandet ihr Stettin? Ich denke, kann man mal machen für eine Stunde Fahrt, oder? Auf jeden Fall will ich mich jetzt verabschieden von euch. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder beim nächsten Video. Also, mach's gut!